Hallo und herzlich willkommen zurück zu Allein mit dem Beast. Ja, eine neue Aufnahme, ich freue mich, hahaha. Natürlich ist immer noch massig Vorratsaufnahmen, die ich gerade mache, weil halt Zeit und Spaß hoch 10. Und etwas, was ich nochmal machen möchte, was mir jetzt dann gerade doch mal so spontan am Herzen liegt. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig... Ja, ich habe die richtige Taste. So, na... Nehmen wir hier mal irgendein schönes Rot. Passt schon. Obwohl, da hat man ein dunkleres. Dann möchte ich auch wieder so ungefähr haben. Oh, nein, nicht Hochkomma, sondern Home. Sweet. Ja. Home. Naja. So, Enable, bla bla bla. Lalalala. Keine Ahnung. Passt schon. So, dann haben wir wenigstens auch noch für hier einen schönen Waypoint, dass wir wissen, wo unser Zuhause ist. Boah, falls wir uns mal verlaufen. Ja, wir sind wieder da. Inzwischen gab es ein Update vom Unleashed Pack. Dementsprechend, ich wollte eigentlich die Aufnahme beginnen mit Hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus meiner Sicht. Inzwischen ist es dann doch schon ungefähr eine Dreiviertelstunde mit Downloaden und allen später. Gut, dass ich trotzdem heute ein bisschen Zeit habe, weil Wochenende ist. Trotzdem früher morgen und weil ich irgendwann doch wieder aus dem Hause muss. Und ja, es ist doch alles da und das freut mich. Hahaha. So, hier waren wir ja beim letzten Aufnahme stehen geblieben, hatten uns hier fröhlich verlustiert. Und dann hatte ich ja gesagt, hier müssen wir jetzt erstmal Scheiben reinsetzen. Ich hoffe, ich habe noch genug Scheiben. Soll das auf jeden Fall machen. Und ja, eine Mod ist noch rausgeflogen. Die stand ja jetzt eh schon zur Debatte. Balkans Weapons, die ja Rezeptkollisionen hatte. Mit Dingsbums, mit Pam Southcraft, da wurde ja erstmal entschieden, dass sie wahrscheinlich rausfliegt. Ob es dann am Ende wirklich so sein wird für die Season 2, werden wir noch sehen. Und ich habe mich auch ein bisschen bespaßt, damit wir eine Magma Crucible kriegen. Genau, so heißt nämlich dieses dusselige Ding, was ich wahrscheinlich ganz viel brauchen werde, um Lava zu erzeugen für da hinten. Und wir werden ganz viele Ressourcen brauchen, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Das wird noch sehr unlustig. Nicht lustig! Nein, nicht lustig.de, genau. Ah, sehr zu empfehlen übrigens. So, lalalalalala. Klack, klack, genau, hier haben wir es noch hin. Und die Scheiben werden im Leben nicht reichen. Gut, dass wir noch so ein, zwei dann verarbeiten können. Ich hoffe, die reichen auch noch. Haben wir jetzt überhaupt noch sechs? Ich glaube, wir haben fünf, ne? Na, wenn nicht, müssen wir ein Sandblöckchen nochmal schnell in den Ofen werfen. Jetzt hauen wir uns aber erstmal wieder auf die Nase, beziehungsweise auf die Ohren. So, gute Nacht. Ja, Dynamic Lights funktioniert auch. Das war natürlich, oh Gott, nicht schon wieder ein Update. Nein! Allein schon wieder alle Mods wieder reinzuklabüstern, dass sie funktionieren, war schon wieder... Aber dann halt auch immer die große Panik. Ist es am Ende auch alles so funktionsfähig, wie du es haben wolltest? In dem Fall hier ja ausnahmsweise mal. Ja, es war so. Und schmeiße ich mal den guten Stein rein. Den werden wir jetzt ja, glaube ich, weniger brauchen. Glaube ich jedenfalls noch. Holz haben wir noch mehr oder weniger genug. Was wir brauchen ist Glas. Ja, Glas. Wir brauchen Glas. So, Sand. Machen wir mal so. Wir holen zwar wieder ein bisschen Sand. Ich möchte jetzt den vollen Stack da nicht anfangen. Wir müssen uns ja eh noch unzählig viel Sand holen. Und wie geht's denn unserer kleinen Farm? Oh, der geht sogar schon richtig gut. Und wir haben ein Farmschwein. Hallo Schwein. Sei froh, dass du keinen Hut aufhast. So. Hopsa, hopsa. Hey, es hat geklappt. Beim letzten Mal bin ich ja da glorreich reingefallen. Mehr oder weniger. Und ja, wie gesagt, Mods. Ich hoffe, dass wieder alle funktionieren. Kann natürlich dann erst wieder Fehlermeldung jetzt beim Starten dieser Welt. Hey, Balkans Weapons, da fehlen ein paar IDs. Ja, ist mir schon bewusst und klar. Und mal schauen, was jetzt die Taste... Ja, ich habe die Taste gefunden, wie wir uns hier... die große Map anzeigen können. Leider weiß ich jetzt nur wieder nicht mehr, welche Tasten zum Zoomen und so weiter waren, aber das ist mir jetzt auch mal. Wumpe. So, da mal wieder ein bisschen Glas. Sollte reichen. So, also wieder zurück in unsere gute Stube und dann geht's auch weiter mit dem Ausbau und vor allem, wir müssen mal langsam am besten eine Schlucht oder so finden. Oder ja. Das war knapp. Wir graben uns wirklich mal eiskalt nach unten weiter. In der dummen Hoffnung, dass wir dort dann was Brauchbares finden. Ah, die will ich auch noch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich? Okay, also zwei, ne? Zwei nehme ich jetzt auch noch mit, aber was ich jetzt machen werde, das hier pflanzen wir gleich mal wieder an. Werden wir bestimmt noch gebrauchen können. So, gut, dass alles läuft. Bin gespannt.
Haben jetzt auch keine Patch Notes und nichts durchgelesen. Eigentlich schade. Wäre bestimmt mal interessant gewesen zu wissen, was uns jetzt hier wieder so Neues erwartet durch das kleine Unleashed-Update, was jetzt wieder vielleicht reingekommen ist. Vielleicht sind ja ein paar Unnamed-Sachen jetzt named. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4 will ich da reinschmeißen. Aber das ist ja die Hälfte. So. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug Glas. Eisentüren. Kann ich nicht Türen auch aus irgendwas anderes bauen? Nee, ich glaub's nicht. Und ganz ehrlich, Kopper brauchen wir so unzählig wistig viel noch. Das wird ganz böse. Holz werden wir auch jetzt ganz viel unmistig viel brauchen. Deswegen, also Holz werden wir jetzt auch erstmal fällen. Die paar Kobbels hier kann ich ja schon mal theoretisch verbauen. Dann ist hier ja zumindest schon mal so ein bisschen was zu sehen von unserer zukünftigen Schmelze. Hopp. Nein! Na gut, das ist in Ordnung. Das können wir gelten lassen. Als fast wie gewollt. Und doch nicht ganz... Naja, egal. So, zack, zack, zack. Hopp, 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 hopp. Ips, 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 y. Und von mir ist auch V. Was? So, dann haben wir hier wenigstens... Ja... eine fast komplette Schmiede stehen. Die ist zwar ein bisschen klein, aber das, also hier wird schön gemütlich warm drin, wenn das hier wirklich läuft, ne? Ein paar Kisten werden wir uns hier dann auch mal hinstellen. Ich glaube, die kommen dann hier in zwei Silver Chests oder so hin. Oder ich kann sie auch hier in die Ecke stellen. Muss ich da mal gucken. Gegebenenfalls wird hier sogar noch dann später angebaut, dass hier es dann nach hier hinten rausgeht noch. Scheiße, das ist ja mal ein Teich, den ich erhalten wollte. Und ich wollte angeln! Verdammt! Warum habt ihr das nicht gesagt? Warum habt ihr mich nicht erinnert? Na okay, dann wird dann zur Not hier in die Richtung da reingeklopst in den Berg. Da bin ich ja auch ganz unnachgiebig. Habe ich eigentlich genug Erde dabei? Dann könnte man das hier auch mal zumachen endlich. Na komm, hier erstmal wieder das Gemüse noch rausgeschlagen. Vielleicht gibt es ja wieder noch ein paar Seeds, die wir gebrauchen können. Oder vielleicht sogar mal noch welche, die wir nicht haben. Oder wieder eine Schallplatte. Hey, 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 hey. Ja, das wäre doch mal schön. Wir haben ja noch keine, ne? Mehr oder weniger. Ja, und das werde ich, glaube ich, wirklich machen, dass wir dann für diese ganzen Schallplatten so mega... Häufig kommt es ja nicht vor. Da werde ich mir wirklich dann einen NPC-Händler, so einen Almöhi, irgendwo hinbauen. Der dann für so eine Schallplatte, genau für so eine, dann ein paar Diamanten springen lässt. Ist doch vielleicht mal eine ganz nette Idee. Vielleicht verkauft er auch Obsidian für irgendwas anderes Sinnvolles. Zum Beispiel für einen ganzen Stack Cobblestone, dass man da dann, was weiß ich, 4 Obsidian kriegt. Ja, ist theoretisch Cheating, aber praktisch auch wieder nicht. Es bietet die Mod ja nun mal. Und wir brauchen halt das ganze Gelumpe auch. Dementsprechend, was soll der Geiz? So, durchs Bäumchen hier könnten wir auch mal welche klopfen. Apropos, ich könnte auch erstmal da hinten langlaufen, ob da noch Saplings oder irgendwas Decanes sind während meiner Abwesenheit. Auf jeden Fall, das Dach wird heute sein müssen, das möchte ich haben. Und ein bisschen Eisen könnten wir halt auch gebrauchen, ne? Ja, Schweini. Hier waren zumindest keine dabei, aber hier ist auch... Naja, hier haben wir zumindest wieder ein paar Bäume. Ja, Und wie gesagt, ich habe mir jetzt extra da gestern rumexperimentiert. Wie kriegst du so ein Magma Crucible zum Laufen? Was brauchst du da allen Murks für? So langsam verstehe ich sogar ein bisschen mehr, was wir da alles für Gerätschaften noch so bei uns in der Season 1 hatten. Wenn wir jetzt das Eingang reingekommen wäre auf der rechten Seite, dann hinten bei Red Chariot. Mit den Engines, also zum Beispiel Steam Engines oder so. Wo ich habe mich ja zu in Xieng. Also was ich verwenden möchte, ist ein Hobbyist Steam Engine, weil da habe ich zumindest ein kleines Setting hingekriegt, das halbwegs automatisch läuft, wo ich dann eigentlich nur für Kohle als Nachschub sorgen muss und das würde ich ganz gerne hinbauen. Ich glaube, das Ding rumst auch nicht so unbedingt gleich weg, wenn mal irgendwas zu heiß läuft oder so. Bin mir nicht sicher, kann natürlich auch wieder Fehlinformation von mir sein. Nein, also das ist ein... Broken, ja, das sieht man hier fast nicht an, dass es broken ist. Außer also nicht, die sind beide broken. Na toll. Yeah, hier, komm. Jackie Chan Handverkloppung, weg mit dir. So, du auch. Ja, 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 aua, 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 aua. Man tut mir die Hand weh. So, schnell natürlich wieder die Saplings eingesammelt, falls hier welche wären. Oh Mann, seid ihr viele. Saplings. Waren wir schon in dieser Höhle? Waren wir schon...
Nee, hier waren wir noch nicht. Da, gut, dass ich noch eine Spitzhacke habe. Okay, können wir uns mal. Können wir dann auch mal ausräumen und dann einfach zuballern hier. Hätte ich jetzt theoretisch auch schon direkt machen können. Ja. Ich weiß. Wir haben doch Zeit. Es hetzt uns doch keiner. Wir haben es ja jetzt schon weit über 30 Folgen aufgenommen. Und das doch bevor überhaupt eine einzige Folge erschienen ist. Ich bin immer noch leicht entsetzt über diese Tatsache. Ah, bin gespannt, wie viele Folgen ich am Ende dann aufgenommen haben werde, bevor ich überhaupt eine raushaue, beziehungsweise publiziere. Also, wenn ihr diese hier seht, es ist ein Wochenende, es ist früher morgen und es ist noch nicht eine Folge von Allein mit dem Biest erschienen offiziell. Ist das Nachtschön? Ja, es ist Nachtschön. Ich weiß. Das ist doof witzig. Nope. Lass ich nie im Leben. So, dann schmeißen wir das da mal rein und das da mal rein und das da mal rein. Ich glaube, inzwischen haben wir so ziemlich alles hier gefunden einmal. Außer es gibt da noch irgendwas sehr Seltenes oder vielleicht irgendwas, was Kollision hat und deswegen nicht droppt. Maybe, möglich, keine Ahnung. Ich glaube, ich klinge heute Morgen etwas heiser. Jedenfalls kommt es mir selbst so vor. So, dann haben wir zwar 64 davon und haben davon auch noch so ein paar. So, raus mit uns. Wie gesagt, also das hier... Ja, Fackeln könnten wir hier auch gleich nochmal anbringen, wenn wir schon mal hier draußen rumgeistern. So, zack. Zack. Hier müssen wir uns dann eh noch überlegen, wie wir hier alles halbwegs vernünftig ausleuchten. Yay! So, sieht's doch ganz brauchbar aus. Hoppala, das war nichts. Nicht genug angelaufen, beziehungsweise gar nicht gesprintet. Mann! So, den einen hier, den klopfen wir hier mal gleich irgendwo zwischen. So, passt. So, und jetzt wollten wir hier die Scheiben reinsetzen noch. Schön. So, ach ja, hier könnte ich ja theoretisch weglassen. Ah, so, oder hier. Dass man hier rauskommt. Aber ich glaube, das ändere ich, das kommt dann dort in der Ausgang. Und das hier wird, wie gesagt, eingerissen. Freut's euch! Und hier kommt in die Mitte ein Balken. Ein Balkan. So, dahin sollte der dann. Ja, so ungefähr. Ja. Ich glaube, der muss ja dann auch ein bisschen höher. Ich weiß es jetzt nur noch nicht, wie hoch. Könnte hinkommen. Und jetzt brauchen wir erstmal ganz viele Dachschindeln. Damit wir Schindluder hier treiben können. Wir uns erstmal die Füße brechen beim Runterspringen. Aua! So, hier, komm. Bäumchen wachsen mal schön. Da sind ein paar schöne kleine, das ist gut. Hier hoch kommen auch noch ein paar Pflanzen. Und hier haben wir ja auch schon gut terraformt. Oh, nicht schon wieder diese Chunk Errors. Die scheinen auch immer an derselben Stelle zu sein, ne? Hm. Oh, 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 lädt er sie weg? Lädt er sie weg? Nee, er lädt sie nicht weg. Lalalala. So, jetzt sollten sie weg sein, hoffe ich zumindest. Also ganz ehrlich, das finde ich immer noch so ein bisschen merkwürdig. Und das kenne ich jetzt eigentlich von der 1.5.2 auch nicht so extrem. Das kann ja auch, naja, wahrscheinlich mit irgendwelchen Mods zu tun haben, dass die hier doch so ein bisschen fürs Unschmusige sorgen. So, es soll wieder schön ins Bett hauen. Oh, da ist schon wieder ein WWWW. Ich dachte, das heißt ZZZ. So, was trinken. Und ich glaube, ich sollte mich mal schneuzern. Dann klinge ich vielleicht auch nicht ganz so heiser. Jedenfalls für mich selbst, hoffe ich zumindest. Nein, Spaß. Schindeln, Dachschindeln. Ziegel haben wir noch ein paar, das ist gut. Haben wir eigentlich mal eine Holzkiste uns angelegt? Nee. Da war Obst drin, ja, hier kommt. Die Kiste hier kommt eh irgendwann jetzt ganz alsbald weg. Na, dann machen wir uns doch nochmal schnell ein paar. Jetzt wieder nach dem Schneuzen Mikro richtig ausrichten und alles. Ja, so sieht es jetzt gut aus. Ich möchte gerne ein paar behalten. Überlegen, wie viel behalten wir denn mal. Ja, so. So.
So, okay.